Servus, Rakete? Rakete? Ich würd jetzt meins doch auf dem Rücken haben wollen, in groß. Okay, machen wir. Schnauze. Endlich. Was sagst du? Willst du ein Tattoo oder was? Willst du ein Tattoo? Nein, das wird jetzt echt gar nicht gemerkt. Ja. Einmal das. Und wie ist es? Du kannst ruhig jammern, Digga. Das ist nicht schlimm. Dann schreit er. Ich höre auf zu filmen. Machen wir mal den besten Planeten. Na? Richtig geil geworden, oder? Ja, es ist nicht schlecht. Das ist jetzt nicht so schlecht. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ja. So, welchen Kontinent machen wir jetzt gerade? Alter, ist mir scheißegal. Komm, Alexander, bleib im Video. Mach's Knie, es tut nicht weh, haben wir gesagt. Habt Spaß. Machen wir nichts mehr. Aber eigentlich reise ich auch doch nicht so viel, weißt du? Also jetzt sind wir fertig mit dem Tätowieren. Ich bin wieder sehr, sehr happy. Und für die nächsten 2 Jahre geheilt. So, jetzt bin ich keine 2 Minuten hier und der Ralf nimmt das Auto schon auseinander, obwohl ich gesagt habe, warte doch mal, ich will noch mal ein bisschen was filmen. Also wenn ich mich jetzt nicht beeile, ist das Auto in 2 Minuten umfoliert. Nee, Quatsch. So, Fanny, erzähl mal, was wollen wir jetzt eigentlich machen hier im Auto? Ja, Alex, wir packen dein Auto heute in Gelb ein. Du verrätst ja die Farbe schon. Na, zeig mal her, die Farbe. Weil, ach, das ist ja auch das da, was da ist, wa? Nee? Zum Glück erkennt man das auf dem Video nicht ganz genau, was es ist. Es wird bestimmt toll werden. Alex muss erstmal sein Fahrzeug grob waschen. Genau. Ansonsten muss der Ralf jetzt Kennzeichen demontieren. Schusti macht die Spiegel raus. Ja, und dann wird sein Fahrzeug abgeknetet, entfettet. Und dann geht's schon los. Aber guck, als wenn du nur einen Tresor bist. Ich glaube, man sieht mich. Das ist auch eine ganze Jahre, Mucke. Also auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg zum Eugen, der mir mal wieder einen Arsch rettet. Also ich hoffe, dass er das schafft, weil mein Rechner macht nichts mehr. Weder Photoshop noch irgendwas macht er. Ist gar nicht mehr off. Speicherplatz ist voll, obwohl nichts drauf ist. Naja. Jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Weg zum Eugen. Eugen, ich komme, meine kleine Sonne. Da ist meine kleine Sonne. Da ist mein Retter in der Not. Was geht denn? Kannst du vloggen oder was? Was? Ja. Was ist der Eugen? Das Auto wieder in Ordnung oder was? Warum quietschen deine Füße eigentlich so? Ich muss hier mal ölen. 4, 5, 6. So, Eugen, du kennst mich, solange du jetzt hier arbeitest, gehe ich rüber auf den Fernsehen und guck lieber ein bisschen King of Queens. Schönen guten Morgen. Jetzt bin ich gerade angekommen in der Werkstatt oder in der Polierwerkstatt. Und der Philipp von Full Detail Dresden ist auch schon am Gange und der tut jetzt die Folie versiegeln. Finde ich ganz geil.
So, es ist vollbracht, das Auto ist fast fertig. Und die 3 Minuten nehmen wir uns jetzt noch mal Zeit und gehen noch mal durch, was wir jetzt eigentlich bisher an dem Auto gemacht haben. So, damit gehen wir jetzt mal erstmal schnell nach hinten. Gucken uns mal die Abgasanlage an von Puffy. So, was hat Puffy hier eigentlich gemacht? Normal hat man hier einen viel größeren Endschalldämpfer. Das ist auch das Einzige, was die C-Klasse hat. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ansonsten ist nämlich nur Rohr. So, Puffy hat jetzt hier ein Rohr ersetzt, was jetzt einfach nur blank nach hinten rausgeht. Wabababab, macht's eigentlich, aber gut, er hat nochmal eine Klappe reingebaut, dass man trotzdem auf der Autobahn nochmal ein bisschen leise fahren kann, wenn man das möchte. So, was hat ein Willi gemacht? Willi von WCP aus Linz hat ein KW Variante 3 reingebaut. Wir sind jetzt auch hier noch in einer TÜV-komforten Höhe. Und zwar so. Aber Spaß. Allradhöhe hier. Und zwar auf der Hinterachse 35 mm, auf der Vorderachse 55 mm. Aber wenn das Auto mal auf die Messe gehen sollte, werden wir einfach dort nochmal ein bisschen nachdrehen und auf den TÜV pupsen quasi. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein schönes Auto. Aber warte mal, die zeige ich euch erstmal. Einen Brabus S850. Die Folie ist der Hammer, oder? Kriegst ja fast Augenkrebs, so wie die leuchtet. Ja, 850 PS. Wer winkt denn da hinten nicht? Das ist der Rico. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Essen. Rico hat mich mal besucht. Da haben wir nämlich schon ganz oft uns vorgenommen, dass wir eigentlich mal zusammen zum Sport gehen wollen in Dresden, wenn wir schon mal beide zusammen sind. Jetzt gehen wir aber nicht zum Sport, wir gehen jetzt essen in der Losteria. Mit Fanny, die ist hinter uns. Und die anderen sind vor uns. Er hat nämlich gerade noch ein kleines Shooting gehabt. Rico, wie findest du eigentlich die Farbe? Das Pink. Gut. Wie kommst du auf Pink? Wie eine Bild. Die Farbe ist mega. Was anderes hätte nicht zum Auto gepasst. Also ich bin auch positiv überrascht. Da haben die Jungs richtig gute Arbeit geleistet. Also generell bis jetzt alle Jungs richtig krasse Arbeit gemacht. Also Puffy, richtig hardcore. Und Willi von WCP, das Ding auch in 2 Stunden eingebaut, ein KW-Gewindefahrwerk, Variante 3. Herrlich, mehr geht nicht. Sehr, sehr geil. So, und jetzt gehen wir was fressen. Hier geht gar nicht vorwärts jetzt. Kurze Frage, wo gibt es die beste Pizza der Welt? Hier, in der Losteria. Ja, sehr gut, sehr gut. Der verkauft sich ja Felgen. Was? Der verkauft sich ja Autofelgen. Woher? Kriegen Sie das? Also warum kommen Sie darauf? Kannst du Schuh sagen? Ja. Weil ich dein Foto sehe mit einem Porsche. Aber Rico, schön, dass du da bist, mein Freund. Danke, danke. Dicke Arme hast du gekriegt. Ja, war prima. War echt? Also diese Pizza ist der Hammer. Das Handy daneben. Eigentlich müsstet ihr noch ein Viertel nach drüben rücken. So, Digga, jetzt kommt deine Pizza, du brauchst gar nicht so lachen. Du kriegst auch so ein Brett. Das ist 20 Zollzeige. Das ist zu ähnlich, ja. Guck mal, Camillo ruft an. Sind das der Radkappen, Alter? Camillo, du. Mensch, da wird mir noch mal einen Schuh fahren, der junge Mann hier. Der Rico ist nämlich ein richtiger Ossi, der frisst alles auf. Alles. Alles. Bin ich diesmal auch scharf? Jetzt auf jeden Fall. Jetzt bist du auf jeden Fall scharf. Starte mal. Alter Schwede. Was sagst du? So gut ist von hinten, Junge. Alte Ohren zu. Am besten leg ich direkt an als Grüner.